Hallo liebe YouTuber, endlich mal wieder ein Video von mir. Aber wenn man so kleinen Hundewelpen zu Hause hat, dann kommt man nämlich ja genau zu rein absolut gar nichts und schon gar nicht zu neuen YouTube-Videos. Aber jetzt ist der Kleine nicht mehr so ganz 100% Aufmerksamkeit bedürftig und da kann ich jetzt zwischendurch nochmal ein Video drehen. Ich wünsche euch erstmal auf jeden Fall ein frohes neues Jahr und ganz viel Erfolg für 2016. Und heute ein Pferdevideo auf speziellen Wunsch einer Zuschauerin. Und ich hätte das Video auch gerne draußen bei den Ponys gedreht, aber es ist heute minus 7 Grad, total windig, es frieren einem die Finger und die Füße und überhaupt die Kamera ein. Und deshalb heute eben halt von drinne. Ja, worum es geht, die Frage ist gewesen, wie kann ich Hufrehe rechtzeitig möglichst erkennen? Und auf die Frage möchte ich eben halt jetzt kurz eingehen. Und es ist natürlich so, jedes Pferd ist natürlich unterschiedlich und zeigt sich auch unterschiedlich. Und dementsprechend sind die Symptome wahrscheinlich auch nicht überall gleich. Und generell ist eigentlich zu sagen, dass jedes Pferd, auch wenn es gesund scheint, im Grunde genommen im Sommer immer auch eine Hufrehe hat. Ich glaube, es gibt eigentlich überhaupt keine Pferde, die auf Koppel sind, die nicht zumindest so eine Mikro-Hufrehe haben. Das ist eigentlich ganz normal. Ich denke mal, zu 99% wird das einfach auch überhaupt gar nicht bemerkt. Nur vielleicht ein Vierteljahr später, dass das Pferd rote Ränder hat im Hufhorn. Und viele meinen dann auch immer gleich, spritzt da das Blut raus. Nein, nein, das ist altes Blut. Da hat das Pferd mal so eine Mikroentzündung, eine Mikrohufrehe gehabt. Die ist aber rausgewachsen. Da spritzt auch kein Blut, wenn man da raspelt an der weißen Linie. Das ist alt. Und so ist es einfach so, dass unsere Pferde, die laufen halt einfach auf diesem fiesen Kuhgras. Und da bleibt das eigentlich so eine Mikrorehe, hat jedes Pferd, was auf Koppel geht. Mal mehr, mal ein bisschen weniger. Also das 100% hufrehefreie, gesunde Pferd gibt es, glaube ich, nicht. Ja, woran erkenne ich jetzt ansonsten eine akute Hufrehe? Das ist eigentlich, was ich wirklich noch nie oder ganz, ganz selten gesehen habe, ist eigentlich diese typische Rehehaltung. Die ist mir eigentlich so gar noch nie wirklich untergekommen. Was eigentlich ein typisches Merkmal ist für eine Rehe, ist, dass das Pferd sich ziehen lässt, nicht gehen mag und für faul dargestellt wird. Die meisten Pferde sind nicht faul. Pferde wollen arbeiten und wollen auch für einen arbeiten. Und ein faules Pferd, da muss man mal wirklich die Hufe überdenken. Meistens sind die Hufe schlecht oder 99% der Hufe, die ich sehe, sind sie schlecht. Und allein deshalb haben viele Pferde schon Hufrehe. Oder ich würde mal sagen, die meiste Hufrehe liegt an ganz mies bearbeiteten Hufen, die ganz, ganz schlecht aussehen. Also wenn ein Pferd sich ziehen lässt, wenn es faul ist, wenn es triebig ist. Leute, Pferde sind nicht faul. Die möchten arbeiten und laufen. Das sind Lauftiere. Da ist etwas an den Hufen faul. Und wenn es keine Rehe ist, dann sind es schlechte Füße, die irgendwann zu einer Rehe führen. Ja, das einfach mal dazu. Wenn das Pferd sich treiben lässt oder faul ist, würde ich schon mal die Hufsituation überdenken. Ansonsten ist mir immer aufgefallen, dass mein Pony konnte damals mit seiner Hufrehe nicht so richtig stehen. Der hat dann immer von einem Bein aufs andere gewechselt oder ist so geschaukelt. Das ist auch generell auch ein Zeichen für dass die Pferde auf den Füßen in irgendeiner Form Schmerzen haben, sei es sie stehen unausbalanciert oder eben halt haben schon Schmerzen. Und ich würde sagen, die meisten Pferde laufen von Natur aus auch mit Schmerzen, weil die Hufe einfach nicht in Ordnung sind. Ja, und da würde ich sagen, das sind eigentlich schon die wichtigsten Merkmale. Also das Pferd sich nicht ziehen lassen will oder sich ziehen lässt und nur auf dem Weichen vielleicht gehen möchte. Das ist schon ein Hinweis dafür. Und dann eben halt Geschaukel oder unruhiges Stehen. Und dann kommen natürlich dann nachher schon die richtigen Symptome, wie wirkliche Lahmheiten, Klammheiten und. Also das sind für mich die wichtigsten Merkmale. Dann kommt natürlich die Pulsation
Adern dazu, aber also meine Pferde haben immer Pulsationen. Also da, wenn ich danach gehen würde, hätten die permanent Hufrehe. Und meine Hufpferde sind haben, bis auf vielleicht diese Mikrohufrehen, sind die Hufrehe frei, die Shetland Ponys. Also diese Pulsation, die ist nicht immer unbedingt ausschlaggebend für oder nicht immer ein Zeichen dafür, dass das Pferd eine Hufrehe hat, ja. Also beobachtet eure Pferde ganz genau, guckt auch mal ins Gesicht, machen die einen traurigen, unglücklichen Gesichtsausdruck und. Also das ist ja ein Ganzkörperproblem und ja, beobachtet eure Pferde, haben sie Falten um die Augen, um die Nüstern, ums Maul, geht es ihnen nicht gut, lassen sie sich ziehen und treiben. Ja, guckt da mal auf die Hufe. Ja, dann werde ich auch die zweite Frage war dann gewesen, wie ich eine Hufrehe vorbeugen kann. Da werde ich dann im nächsten Video darauf antworten. Das werde ich dann auch gleich im Anschluss drehen. Jetzt muss ich mich doch erstmal um meinen Hund kümmern, weil der fiept jetzt hier draußen. Dann bis später. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es scheiße fandet, gebt mir einen Daumen nach unten. Vielleicht abonniert ihr meinen Kanal, da würde ich mich sehr drüber freuen. Oder gebt einen Kommentar ab, stellt weitere Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!